spezielle Anforderungen für Anlagenbau? Was muss ich da beachten? Worum geht's da? Im Anlagenbau haben wir es häufigerweise mit Kabeln und großen Durchmessern zu tun. Deshalb wird sehr häufig die Kabelleiter in den Fällen eingesetzt, die zum einen höhere Stützabstände realisieren kann und zum anderen aber auch die Wärmeabfuhr der großen Kabel realisieren kann durch den Freiraum der Sprossen. Und die Kabelleitern gibt es dann auch in unterschiedlichen Größen oder ist man da gebunden an eine Größe? Die Kabelleitern gibt es den Anforderungen entsprechend in verschiedenen Breiten. Auch hier klassischerweise zwischen 100 und 600 mm mit 100 mm Schritten. Aber darüber hinaus würden auch andere Sondermaße möglich sein. Die andere Variante der Holmhöhe wäre von 60 auf 100, was natürlich noch eine gewisse zusätzliche Stabilität dann bieten kann. Das heißt, ich hätte da auch Möglichkeiten von größeren Stützabständen. Richtig. Wir haben sogar noch die Variante, dass es noch eine schwere Leiter gibt. Der Unterschied von der leichten Leiter zur schweren Leiter sind die Materialunterschiede. Und Baumteile gibt es bei den Leitern auch genauso. Das ganze Produkt hat natürlich Zubehör, wie zum Beispiel Trennsteg, Deckel, Formteile, standardmäßig im Radius von 400 mm. Aber auch dort sind Varianten aufgrund der unterschiedlichen Biegeradien möglich. Wofür sind diese gelben Kappen am Ende von den Kabelleitern? Die Schutzkappen haben zwei Wirkungen. Zum einen sollen sie darauf hinweisen, dass es dort eine scharfe Kante gibt, also Schutz des Monteurs oder der Leute in der Umgebung. Und zum anderen soll es bei scharf geschnittenen Kanten das Kabel schützen. Jetzt sehen wir hier eine Steigetrasse. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie eine Leiter, nur in der Vertikalen montiert. Gibt es da irgendwas zu beachten? Die Steigetrassen wären natürlich notwendig, da auch in jeder Halle von der Horizontalen in die Vertikale geführt werden muss. Und hier haben wir eine klassische Steigetrasse, die direkt an die Betonwand befestigt ist. Auch hier haben wir die Möglichkeit, Spannungskreise mittels Trennsteg zu trennen. Und hier nochmal eine kleine Besonderheit, die Deckelerhöhung, die hier als Manipulationsschutz dargestellt ist und auch einen Schutz im Außenbereich vor UV dienen kann. Und was ist das hier? Das ist unser Installationskanal. Hier haben wir im Gegensatz zu unserer herkömmlichen Kabelrinne sehr viele große Auslässe, mit denen ich ohne Probleme mit dem Kabel aus der Kabelrinne entspringen kann. Dafür werden dann auch Kabelschutzringe verwendet, damit wir die Kabel nicht beschädigen.